So, da sind wir auch schon wieder bei Risen und jetzt geht ab zur Hafenstadt. Ja, mehr gibt nicht zu sagen. Wir machen uns auf den Weg zur Hafenstadt. Gehen wir zurück zu dem Dude, der uns gefunden hat. Den wir gefunden haben und der uns hierher gebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ist der nicht auch irgendwie Sam oder so? Hallo. I have no idea. Yo, Danny, schön schleppen. Machst du gut. Ja, und das Wildlife hier, das erkunden wir dann, wenn wir mit der Hafenstadt fertig sind. Weil gerade wird uns sogar so ein Wolf noch gefährlich. Wir haben halt noch keine Rüstung, halt noch nix. Ich hab keinen Bock hier tausendmal zu laden und zu speichern. Einfach nur, damit wir ein paar Wölfe geklatscht kriegen. Ne? Da hinten sind ja auch noch die Wildschweine. Ja. Armbrust muss ich dann doch irgendwann noch skillen. Aber erstmal ist der Nahkampf ein bisschen wichtiger. So, da heißt er. Neil hieß er. Jetzt, wo ich hier bin, wir gehen mal kurz zurück zu der Alten. Da kriegen wir, glaube ich, noch ein paar Bonus-EP, wenn wir der sagen, dich wird hier bald einer abholen und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß gar nicht, später im Spiel, ich glaube, ich war nie gucken, was aus der nur geworden ist. Ob die halt da immer noch sitzt oder was weiß ich. Vielleicht schon ein Kind mit dem anderen hatte, keine Ahnung. So, da unten dürfte das gleich sein. Jo, wir sehen das Dach bereits. Einmal hier runter. Pop. Oh, Sprinten würde noch fehlen. Oder Sprinten fehlt noch. So, da ist es. Sarah. Du bist zurückgekommen. Ja. Und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen. Doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Ja, hör auf zu sammeln. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja? Das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Du bist ein guter Mensch. Pass gut auf dich auf. Halt Maul. So, zurück. Ab zu Neil und hoffentlich bringt er uns dann in Richtung Hafenstadt. So. Komischer Korb. Oh ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier im Laufe des Spiels nochmal hin? An die Anfänge? Ich glaube nicht. Ja. Dann mal zur Hafenstadt. Mal gucken, was uns da erwartet. Waren wir auch schon drinne. Alles schon erledigt. Nichts, was ich zwischendurch nochmal so machen könnte. So, da sitzt der Los Niloth. Hallo. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Alles klar. Folge Nil zum Novizenhof im Osten. Machen wir doch gerne. So, zu dem Hof ist das. Wenn ich mich nicht komplett irre. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Ja. Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Nee, das wollen wir Danke, nicht. Ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Nee, noch wollen wir nicht in die Vulkanfestung. Aber bald.
Bald. Uah. Motten. So, gehen wir mal lieber den richtigen Weg. Da habe ich auch noch einen Wolf gesehen, aber der wird uns ja auch nicht davonlaufen, ne? So. Moin, Benny. Moin, Tellur. Moin, Tristan. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Krasse Sache. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Okay. Dieses Gesappel immer. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Zeig mal. Lass uns handeln. Pfanne habe ich schon, ne? Ja. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Ja. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Da will ich auch hin. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Gut, dann mache ich das zuerst. So. Alter, ich muss niesen. So, Bruder Tellur. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Aha. Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Krasser Macker. Und was ist mit dir los, Benny? Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Jo. Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Ja, bin ich. Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellurs Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tellur hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Ja, dann mach hin. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben.
Was sagst du dazu? Das kriegen wir doch hin. Abgemacht. Ich bring dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und... Ja, ist doch gut. Hör auf zu sappeln. So, Kornpflanzen suchen. Korn. Alter Vater, das macht's ja gar nicht mal so einfach hier, wa? Korn. Korn. Einfach mal hier so entlang laufen. Korn. Okay, hier scheint... Korn. Okay. Korn. So. Korn. Korn. Hier nochmal lang. Korn. So, mir fehlt eine Kornpflanze. Korn, 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 Korn. Benny. Korn, ich brauch Korn. Korn. Feldarbeiter, 10 EP, Ehre. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Ehre. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Ich bin sofort wieder da. Okay. Gut. Kornernte habe ich auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Benny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lange, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt. Lass den Jungen doch in Ruhe. So, Tristan. Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Wer bist du denn? Henson. Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst. Aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Na. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Mhm. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Mhm. Oh, Junge. Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Hm, na gut. Also soll ich im Endeffekt Wölfe jagen gehen? Okay, hier ist ein Bett. Eine Truhe. Hab ich einen Dietrich? 5 Stück. Ich speichere mal.
Dann mal gucken. Okay, die geht so auf. Perlenkette. Hm? Kleiner Heiltrank, Käse, Wein. Na gut. So. Ich weiß gar nicht mehr, kamen die von hier hinter, die Wölfe? Das ist ein Wildschwein, das ist kein Wolf. Dann kamen die, glaube ich, von hier hinter. Von hier so. Ah, guck mal, da ist schon einer. Okay. Nochmal speichern. Kommt doch eine Armbrust. Oh! Ich habe irgendwie gedacht, ich mache mehr Schaden. Okay. Ogerwurzel, nice. Ist, glaube ich, für Stärke. Oh, was liegt da? Ein kleiner Diamant. Ja, moin. Den würde ich auch mal gerne einfach so finden. Haben wir hier noch drin? Gold, Mana-Trank, Bier und eine Kippe. So. Da ist noch einer. Speichern. Oh, ja! Oh. Schlaf nicht ein beim Schlagen. Junge. Okay. Wenigstens mache ich ein bisschen Schaden. Weil aushalten tue ich ja immer noch nicht wirklich was. Auf jeden Meter speichern hier. War fast schon peinlich. Kaya Kawabanga. Oh, Frechheit. Kann man Tiere eigentlich auch blocken? Ich weiß das gar nicht mehr. Kiste. Eisenerzbrocken. Nice. Wasser, Knüppel, Goldmünzen. So, und ein Wolf ist, glaube ich, noch. Was ist hier denn noch? Da ist er ja. Ehre. Das waren schon mal die hungrigen Wölfe. So, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Gleich mal speichern. Hallöchen. Keiner da. Okay, hier ist eine Goldader. Hier ist ein Mana-Flansch. Ja, und das war dann doch schon. Okay. Da ist noch ein Mana-Pilz. Und hier geht es wieder raus aus der Höhle. Kommen wir da raus? Oh Gott, fast bei der Vulkanfestung. Da ist noch ein Wolf, okay. Da oben ist die Vulkanfestung wohl. Okay. Na, laufen wir wieder zurück. Haben unsere Aufgabe erledigt. So, dann habe ich dem einen geholfen, dann habe ich dem anderen geholfen. Der eine wollte keine Hilfe. Dann müssen wir das Haus noch ausnehmen und dann sollte uns wohl endlich mal einer zur Hafenstadt bringen. Da ist er ja. Grüß dir. Hey, du! Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Ja. In Ordnung. Alles klar. Los geht's und pass auf, dass er dich nicht sieht. Okay. Ist natürlich nicht so schön. Aber wenn er weg ist... Da ist ein Bett. Okay. Danach gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Gleich bis zum nächsten Morgen. Hört ihr hoffentlich auch auf zu gewittern. Zu gewittern. Oder auch nicht. Oder fängt jetzt erst richtig an. So ist er weg. Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp.
Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Naja. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Gut. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Immer wieder gerne. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Ja, ja, so gut. So, Junge, jetzt gewittert das hier wieder in einer Tour. So, darf ich hier rein? Sag mal was. Suchst du was Bestimmtes? Ne, ich wollte nur mal gucken. Hier ist noch eine Reiselust. Geh mal von hinten ins Haus rein. Ne, speichere es. So. Na, Goldmünzen. Lichtzauber. Komm ich an den Schrank? Och, ne. Aber an die Truhe. Okay. Links. Und nochmal von vorne. Okay, rechts. Und nochmal. Rechts, links, links. Abgebrochen. Rechts, links, rechts, links. Was sagt's denn? Okay, ist immer 50-50. Na, wenigstens ein neuer Dietrich. Willst du erzählen? Den Buchständer würde ich noch gerne lesen. Hm, interessant. Pass auf, was du anfasst. Alles gut. Lass mich doch raus! Da ist noch ein Besen. Besen, Besen, sei es gewesen. Ist auf dem Dach noch irgendwie was? Ich denke nicht, aber man kann sich ja nie sicher genug sein. Hallo. Nö, hier ist nichts weiter. Moin! So. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremder. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Wirklich? Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Großartig. Nicht so schnell, Fremder. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Niemals. In Ordnung. Was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Bereits getan. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten. Sehr nett. Wegen deines Hofes. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Das ist die beste Nachricht seit langem. Das hast du vortrefflich gemacht, Fremder. Nimm dies als Lohn. Tellur hat nichts zu tun für mich. Er ist schon lange mit seiner Arbeit fertig. Ja, Tellur ist unser Bester. Eines nicht allzu fernen Tages wird er uns allen noch etwas beibringen können. Mhm. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut, danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Tja, Benny ist unser Sorgenkind. Ohne tatkräftige Hilfe wird er es nicht weit bringen. Er sollte vielleicht noch einmal seinen Wunsch, Magier zu werden, überdenken. Hm. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Ehre. Hier hast du ein paar Dinge, die dir auf deinem Weg nützlich sein werden. Möge dich die heilige Flamme schützen. Wenn du immer noch zur Hafenstadt willst, dann geh nun zu Bruder Tellur. Mhm. Er wird dir den... Halt, danke. Maul! Junge, hör auf zu sappeln. Gut, ich will noch mal einmal ganz kurz hier hinten gucken, was es hier noch so schön gibt. Wildschwein. Nee, das gucken wir uns dann irgendwann anders an. Gut, dann machen wir uns nächste Folge auf den Weg in die Hafenstadt mit Bruder Tellur. Bis dahin, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!